Hier ist nochmal eine Übersicht der Drachenfrüchte, die wir übrig haben. Wir haben hier rechts ganz klein Sugar Dragon, dann daneben Lake Atitlan, AB ist American Beauty. Die Sorte habe ich nicht als Steckling, weil die von der Bewertung her bei Geschmack nur 3 von 5 Sternen hatte. Beim Kauf achte ich immer so ein bisschen darauf, wie der Geschmack bewertet wird. In Purple Haze. Das scheint ein Hybrid zu sein. Das ist die große Drachenfrucht ohne Bezeichnung. Und bei der bin ich mir nicht sicher, was das ist. Vom Aussehen geht es fast Richtung Vietnamese White. Aber wir sehen das sicherlich, wenn wir aufschneiden. Und wir fangen einfach mal an mit Sugar Dragon. If you want, you can go ahead and cut it. Sugar Dragon first. Die kleinste. Noch so die perfekte Snackgröße. Die ganz großen kann man alleine gar nicht essen oder kann man schon, aber das ist dann fast schon zu viel. Die Farbe seht ihr hoffentlich. Richtig schön knallig pink. I would say we just eat one half and leave the other one so I can make a Okay. picture in the end. Hat relativ große Kerne. Fokussiert wieder nicht. That's my favorite one. Ja, sehr, sehr lecker. Sehr intensiv vom Geschmack, sehr süß. Hat so ein bisschen Beerennoten und ist allein von der Farbe wirklich wunderschön. Wie gesagt, Sugar Dragon ist eine Sorte, die man als Universalbestäuber nehmen kann. Deswegen ist die allein deswegen schon praktisch Pflicht. So, die nächste. Lake Atitlan. Da habe ich vor kurzem erst einen Steckling bekommen. Den gab es gratis dazu zu einer Bestellung. Und ja, wir lassen immer eine Hälfte übrig, dass man so ein bisschen die Farbnuancen sieht zwischen den verschiedenen Sorten. Die sind sich jetzt sehr ähnlich. Die ist auch sehr schön. Die ist von der Form her ein bisschen anders, rundlicher und natürlich um einiges größer. Aber sonst von der Farbe der oder dem Sugar Dragon sehr ähnlich. Im Vergleich zu Sugar Dragon ist Lake Atitlan weniger süß. Ist aber sonst vom Geschmack sehr angenehm, also definitiv besser als die meisten, die wir probieren konnten bisher. Und ja, auch wirklich schön. Also auch bei den Sorten, die jetzt geschmacklich nicht so der Knaller sind, kann man natürlich viele andere Sachen draus machen. Man kann Cupcakes machen, Kuchen, das färbt natürlich ganz schön. Oder man tut die einfach in Smoothies mit rein. Es gibt auch einen ganz tollen Farbeffekt. Hier drüben in den Staaten ist die, ja, wie soll ich sagen, die Lebensmittelfarbe, die hier eingesetzt wird, ist in den oder ist in Europa verboten. Deswegen gucken wir, dass wir das irgendwie alternativ machen können. Und man kann hieraus zum Beispiel auch so ein Gel kochen, womit man dann zum Beispiel Buttercreme färben kann oder verschiedene andere Sachen. Ja, gar nicht schlecht, aber Sugar Dragon schmeckt ein bisschen besser. Okay, you can go ahead and cut this one. Bei der weiß ich, wie gesagt, nicht, was es ist. Wenn ich es rausfinde, muss nochmal nachfragen, dann erwähne ich es natürlich. Ich vermute, dass die weiß ist innen drin. Ja. Die Weißen sind geschmacklich
nicht so toll wie die roten, aber sind natürlich optisch manchmal ja, mehr ein Highlight, weil einfach der Kontrast zwischen der Schale und dem Fruchtfleisch intensiver ist. Das kommt natürlich jetzt über das Bild nicht so gut rüber, aber das ist wirklich ein knalliges Pink. Sieht schon fast künstlich aus. Hat auch eher große Kerne. Wir schauen mal, wie die geschmacklich ist. Ja, das ist wahrscheinlich die normale Supermarktfrucht. Vietnamese White ist sehr fad, ist natürlich saftig und erfrischend, aber geschmacklich ja, eher langweilig, nicht so süß wie die anderen. Schwer zu beschreiben. Aber wer von euch ja, die normale Drachenfrucht, nenne ich es mal, schon probiert hat, der weiß eigentlich, wie die schmecken. Should we eat more of this or just save it? No, save it. I'll put it over here. Let's put it in the bowl. Dann kommt als nächstes American Beauty. Ist auch eine sehr beliebte Sorte, weil man den Pollen auch zum Bestäuben anderer Sorten nehmen kann. Und es ist ja wahrscheinlich eine der drei beliebtesten Sorten hier. So, wie sieht die aus? Oh, die hat ein ganz schön leichtes Pink. Auch ein ganz toller Kontrast. So ein bisschen so eine Abstufung zur Schale hin. Ist wirklich hübsch. I can put that in here. Can you move a little bit to here? The shade. Much better than the last one. Wir hatten eine zweite American Beauty, die ein ganzes Ende kleiner war. Die haben wir gestern probiert und die war nicht so gut. Die ist ganz erfrischend spritzig. Would you say it has that kind of citrus notes? Yep, it tastes like a mix of the red and the white. Kind of. Ja, auf jeden Fall erfrischender, ein bisschen säuerlicher. Und wie er sagt, so ein bisschen wie eine Mischung aus ja, Rot und Weiß, was sich ja auch in der Farbe widerspiegelt. Mm. Als nächstes kommt der Klopper hier. Ich weiß leider nicht, was es ist, aber ich vermute, dass es auch eher Richtung weißfleischig geht. Hat diese grün-gelben Flossen. Hm. Sieht auch so ähnlich aus wie American Beauty. Hat ein bisschen mehr rosa Anteil. Aber auch sehr hübsch. Und da wir nicht alles essen können, werden wir einen Teil einfrieren. Die sind, nachdem man die aufgetaut hat, nicht so gut, aber für Smoothies und Shakes wird das ganz gut. Hm. Oh, new favorite. Wow. Die ist ein bisschen besser als American Beauty. Ich muss mal rausfinden, was das für eine Kreuzung war. Wahrscheinlich hole ich mir davon ein Steckding noch. Sehr lecker. Mhm. Large and it tastes really good. Ja. Schmeckt gut und man hat viel Fruchtfleisch. Ja, extrem gut. Mhm. Pack das mal hier mit dazu. So, dann haben wir Purple Haze. Auch eine sehr hübsche. Die ist jetzt auch ganz ähnlich. Auch nochmal, ja, ein ganz kleines bisschen mehr Magenta als bei der letzten.
und bin gespannt, wie die schmeckt. Ist auf jeden Fall interessant, mal die ganzen Sorten zu probieren. Die waren jetzt auch gar nicht so günstig. Wir haben einen ganzen Teil gratis bekommen. Und ja, der Postbote hat leider das Paket in unseren Briefkasten gequetscht. Drei große Früchte waren dadurch beschädigt. Aber das haben die Hühner bekommen und die haben sich auch drüber gefreut. So far, I think number one, steel sugar dragon. Mm-hmm. And then that one. Or wait, this one. Which was that? Yeah, that was the cross, the hybrid. Okay, and then probably that one, and then American Beauty. Mhm. Also Purple Haze, da bin ich überrascht, dass die so gut schmeckt. Die hat auch ein ganz tolles Säure-Süße Verhältnis. Ja, ich finde die sehr lecker. Und dann, das ist eine, die Hände färbt. Sugar Dragon ist zwar von der Farbe sehr intensiv, aber das bleibt nicht an den Fingern hängen. Ich warne ihn mal nicht vor. Der kann das einfach mal aufschneiden. Und oh, the color on this is... Ja, von der Farbe, das ist ein ganz tiefes Pink, Magenta. Kommt wahrscheinlich nicht so rüber, aber das ist bisher die intensivste von der Farbe. Und ich zeige euch gleich mal seine Hände, wenn er fertig ist. Oder meine. Ja, hier sehen die Kerne auch nochmal größer aus. Ich zeige es mal zum Vergleich. Ja. die ist jetzt auch weniger süß. Die hat so ein bisschen Gemüsegeschmack, so wie es auch rote Beete hat. Da habe ich gestern zum Beispiel ein Gel draus gemacht. Und ja, geschmacklich ist die nicht so überzeugend, aber vom Optischen her einfach der Knaller. Aber das ist jetzt auch eine, die ich nicht in meiner Sammlung habe. Und die werde ich mir auch nicht besorgen, allein weil der Geschmack halt nicht so gut ist. Obwohl verglichen zu normalen Weißen ist das schon eine Verbesserung. Hier steht jetzt kein Sortenname drauf. Ich denke, dass sie einfach nicht wusste, welche das ist. Lengthwise or cross? Ah, maybe cross. Aber auch eine riesige Frucht. Wow, auch ganz, ganz toll gefärbt. Ich frage mich, ob es nicht vielleicht dieselbe Sorte ist. Die sah nämlich auch von außen ganz ähnlich aus. Aber wir schauen mal, wir probieren ein Stück und dann kann man es wahrscheinlich besser eingrenzen. Das ist eine andere Sorte, die schmeckt süßer. Schmeckt ganz gut.